Jetzt bei Assenheimers Promi Talk. Das war wirklich wie, ich habe mir was von Udo Jürgens angeschaut, ein wundervolles Interview von ihm. Er hat auch gesagt, wenn man einmal am süßen Honig genascht hat, an diesem Topf, und dann den wieder weggezogen bekommt, diesen Geschmack vergisst du nicht mehr. Und für mich war der süße Honig die Musikwelt. Ich wollte einfach weiter Musik machen für viele Menschen. Und diese 3 Jahre danach, ohne das erleben zu können, war für mich wirklich schwer. Der Promi Talk mit Jörg Assenheimer von SWR 4 Baden-Württemberg. Giovanni Zeiler ist bei mir. Und ich freue mich sehr. Giovanni, herzlich willkommen. Hallo, freue mich. Ich kann mir ungefähr vorstellen, wie dein Terminkalender aussieht. Deshalb wirklich großer Dank, dass du es dazwischen geschoben hast. Für deine Heimat immer. Und vielleicht hat dir ja auch Janaina erzählt, dass es einem hier nicht unbedingt schlecht gehen muss, dass es ihr sogar sehr gut hier ging, hat sie mir erzählt. Also ich habe ihr schon ganz viel vorgeschwärmt gehabt, als sie diesen Tag bei euch verbracht hat. Sie war hier bei euch beim SWR und hat ja dann auch mit dir lang gesprochen, war aber auch bei den Kollegen oben in den Studios noch und auch beim Fernsehen danach. Und sie hat auch gesagt, also es war einfach insgesamt ein wirklich wunderschöner Schöner Tag für Sie. Mhm. Hat großen Spaß gemacht, von ihr auch viel zu erfahren über das Team Zarella, wie sie es auch genannt hat. Sie hat ganz viel geschwärmt über deine Familie, können wir natürlich auch sprechen, wie wichtig dir die Familie auch ist und wie ihr das da hinbekommt in Köln, trotz all der Termine und Verpflichtungen und auch neuen Projekten, die ihr immer wieder angeht. Ja. Möchte aber, bevor wir einsteigen, Giovanni, die fragen, gibt es eine Frage, die dich mittlerweile so nervt bei Interviews, dass du keine Lust mehr hast, die können wir dann direkt streichen. Eigentlich nicht. Eigentlich nicht? Ich würde sie dir nicht zutrauen, dass du mich etwas fragst, was ich danach blöd finde im Nachgang. Also, das ist ein enormer Druck, den du da aufbaust. Blöd ist, wenn jemand dich was fragt, wenn wir schon ehrlich und authentisch hier einsteigen wollen ins Gespräch. Nicht die Häufigkeit. Blöd ist, wenn dich jemand was fragt, womit er dich so ein bisschen in eine blöde Situation bringen will oder ein bisschen was unangenehm ist. Mhm. Also das ist, und das aber mit so einer leichten Absicht dahinter. Das ist blöd. Und ich sag mal, es gab so ein paar Shows früher, wo man hingegangen ist und dann saß man da als Gast und dachte sich so, hoffentlich lässt er mich am Leben. Und da wir beide uns sehr mögen. Ja. Glaube ich, das passiert uns heute nicht. Nee, auf gar keinen Fall. Ich hätte nur gedacht, dass du sagst, okay, die Frage zum Beispiel, was kommt denn immer so? Gern genommen zum Beispiel, was ist deutsch an dir, Giovanni? Was ist typisch deutsch? Was ist typisch deutsch an dir? Das stimmt, das werde ich oft gefragt. Oder? Ich bin aber auch eine gesunde Mischung aus beidem. Ich bin sehr viel Italien und aber auch sehr viel Deutschland. Also und deswegen bin ich aber auch, glaube ich, genauso wie ich bin. Also, aber das ist eine Frage, die sehr häufig kommt, das stimmt. Wir haben es heute natürlich wieder gemerkt, was deutsch an dir ist, nämlich absolute Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit. Wenn man mit dir was vereinbart, dann sitzt es einfach. Und ich glaube, das ist schon was du auch sehr schätzt. Ja. Hat bei Janaina aber auch gut geklappt, obwohl du ja manchmal sagst, dass es da vielleicht noch Pünktlichkeitsdefizite gibt. Da gibt es auf jeden Fall, man sieht halt einfach, dass sie dann doch vielleicht nicht ganz so lange in Deutschland ist wie ich. Also sie hat noch ein bisschen was aufzuholen. Nein, Janaina hat es mit dem Timings nicht ganz so genau. Also ich bin immer so, dass ich dann sage, Schatz, aber guck mal, die doch da auf uns warten, die warten doch auch, die wollen doch auch, dass es jetzt losgeht. Mhm. Und deren Zeit müssen wir doch auch respektieren. Mhm. Ja, aber Schatz, die haben sowieso auch für uns den ganzen Tag geplant. Deswegen, diese 10 Minuten machen es nicht aus. Vielleicht muss ich mir ein bisschen von ihrer Gelassenheit ein bisschen abschauen. Ist das was, wo du sagen würdest, trotz allen Erfolgs, der dir jetzt ja noch mehr zugelaufen ist in den letzten Jahren als davor schon, ist das, was du manchmal ein bisschen vermisst an dir selber, mal loslassen, mal vielleicht ein bisschen delegieren? Ich weiß, dass du dich um unheimlich vieles selber kümmerst. Ja. Du hast früher erlebt, wie es ist, wenn man quasi nur in ein Auto gesetzt wird und nach dem Auto in einen Flieger gesetzt wird und dann in ein Studio. So, das kann man jetzt so weitermachen. Ich glaube, das Fremdbestimmte hat dir so wenig gefallen, dass du jetzt fast gar nichts mehr aus der Hand gibst. Ja, also du hast zur Hälfte recht. Also tatsächlich ist es so, in der Zeit, du sprachst von der Zeit bei Brosis, wo wir tatsächlich, weil es auch einfach nicht anders ging. Wir waren absolute Amateure und wurden auf einmal in eine professionelle, hochprofessionelle Welt geworfen, die Pop-Welt war. Und da haben wir einfach Menschen gebraucht um uns herum, die wissen, wie es funktioniert. Und die haben uns einfach dann von A nach B und von B nach C und dann durchgetaktet. Das war wirklich irre. Hat auch einen riesen Spaß gemacht, aber wir haben natürlich
ja, wir haben einfach funktioniert, weil wir einfach auch mussten, weil wir einfach eine riesen Taktung hatten. Aber trotzdem hatten wir eine gute Zeit. Wir waren Anfang 20, wir waren belastbar und wir dachten, uns gehört die Welt. Mhm. Und dass ich aber so wenig weggeben kann oder abgeben kann oder so viel selbst noch mit drüber schaue, kommt aber nicht aus dieser Zeit, sondern eben aus den Jahren danach. Und zwar aus den Jahren, in denen es um mich herum nicht so gut bestellt war, was meine Arbeit anging. Zwar 2005 bis 2008, da war bei mir einfach nicht so viel los. Und ich habe versucht, mich neu zu erfinden. Ich wusste nicht, ob es überhaupt für mich weitergeht in der Branche. Das war auch für mich die schwerste Zeit als Künstler. Aber auch menschlich war auch die schwerste Zeit für mich, die durchzustehen so richtig und durchzuhalten und nicht den Kopf hängen zu lassen. Und danach habe ich dann gemerkt, dass wenn ich ja nicht den Kopf hängen lasse und ganz viel selbst mache und nach vorne gehe und an mich glaube, dass ich mich auf mich am besten verlassen kann. Und ich musste erst wieder jetzt lernen, auch mich auch wieder auf andere zu verlassen. Und ich habe dann aber auch immer Angst gehabt und dadurch eben dieses auch nicht loslassen können, dass es irgendwann wieder vorbei sein könnte. Da diese Angst, wieder in ein zweites Loch fallen zu können, war immer so groß, dass ich immer Angst hatte, loszulassen. Also diese Gelassenheit dann zu bekommen wieder. Aber das habe ich jetzt tatsächlich gelernt, auch mit den Kindern, durch die Kinder, sich diese Auszeiten zu nehmen, bei meinem Sohn auf dem Fußballplatz zu stehen, ihm zuzugucken, bei meiner Tochter beim Cheerleading dabei zu sein, mir da auch eine gute Zeit zu machen. Ich nehme mir schon sehr viele Auszeiten. Und ich muss sagen, man denkt immer bei uns, dass es so ist, dass wir kaum zu Hause sind und nur unterwegs und oh Gott, die sehen ihre Kinder kaum. Also es ist schon, ich glaube, dass wir unsere Kinder nicht weniger sehen als Eltern, die eben einen 9-to-5-Job machen, also die eben einen normalen Job haben bei der Bank oder in einem Büro. Mhm. Weil wir haben nicht den Tag, jeden Tag mit den Kindern, aber ich habe manchmal Tage, an denen ich eben den ganzen Tag zu Hause bin. Da kommen die Kinder halt eben um eins von der Schule, ich bringe sie morgens hin und ich hole sie ab und wir sind den ganzen Tag zusammen. Und davon habe ich dann halt eben vielleicht auch mal 10 am Stück oder 14 und dann bin ich halt mal vielleicht eine Woche weg. Da würden meine Kinder ganz schön motzen, wenn ich den ganzen Tag zu Hause wäre. Ja, aber super, auch da, Papa, geh doch mal schön joggen oder ja, aber auch da haben wir ja die Balance. Das heißt, weil ich ja dann auch mal wieder ein paar Tage am Stück weg bin, freuen die sich auch wieder, wenn ich da bin. So wie bei dir eben, wenn du nach ein paar Stunden nach Hause kommst, für ein paar Stunden noch. Der liebe Gott, der weiß schon, wie er die Sachen regelt. Mhm. Das ist alles, hat alles irgendwie, fällt immer in ein gutes Gewicht. Und du hast gerade gesagt, diese Angst, dass es vielleicht doch nochmal, ja, sich der Erfolg wieder auflöst oder du wieder aus der Kurve fliegst, aus irgendwelchen Gründen. Ist die jetzt wirklich überwunden? Oder sitzt die, war, ich glaube, diese Jahre zwischen 2005 und 2008, können wir auch nochmal drüber sprechen, die waren wirklich schlimm für dich. Ja. Das glaubt man gar nicht, wenn man sagt, Giovanni Zarrella, ja, lief doch immer. Du bist irgendwie, kommst so als Glückskind rüber. Diese 3 Jahre, die du wirklich im Tal verbracht hast, die werden immer ein bisschen ausgeblendet. Wie tief stecken die noch drin? Ich würde die auch gern ausblenden oder zumindest ganz vergessen. Aber das Schöne ist, dass ich dank dieser Jahre diese Zeit jetzt viel mehr genieße und diese Zeit viel mehr schätze. Und jetzt, und die viel höher aufhänge, als ich es vielleicht sonst getan hätte. Weil diese Jahre waren eben, also wir hatten diesen unglaublichen Durchstarter-Erfolg mit Brosis, gekrönt von natürlich Millionen von Plattenverkäufen und von großen Tourneen und von Preisen wie dem Bambi zum Beispiel. Und das war dann irgendwann vorbei, diese Zeit. Und dann wusste man nicht, wie es weitergeht. Also ich wusste nicht, als es dann vorbei war, wir haben dann irgendwann uns entschlossen, nicht weiterzumachen als Band. Und dann wusste ich nicht, was ich jetzt mache. Ich wusste, dass ich weiter Musik machen will. Aber ich hatte mir kein Netzwerk aufgebaut, gar nichts. Weil wir vertraut haben darauf, dass unsere Verantwortlichen, Management, Plattenfirma, alle, die machen das schon für uns. Wir marschieren mit und los geht's. Und dann war halt einfach der Stecker gezogen. Und dann ging es halt nicht weiter. Und mich da nochmal neu zu erfinden und den Mut zu haben, weiter an mich zu glauben und links und rechts ziehen alle an dir vorbei, das war wirklich eine schwere Zeit für mich. Und ich will es nicht schwerer reden, als es war, aber es war für mich wirklich schwer. Also weil ich, weil eben davor dieses von 0 auf 100 war. Also ich habe, bis ich ja bei Brosis in die Band kam, da war ich 23, habe ich an diesem Traum gebaut und gebastelt und war beharrlich und alles dafür getan. Ich habe an jedem Talentwettbewerb teilgenommen. Ich habe bei jedem Stadtfest gesungen. Mhm. Du musst dir wirklich vorstellen, ich habe immer gehofft, dass irgendwo jemand ist, der mir helfen kann. Mhm. Und ich war,
das war mein größter Wunsch und größter Traum, was Musiker zu werden. Und ich habe wirklich bei jedem, wenn ich in der Diskothek war, da war der DJ nicht vor mir sicher, weil ich wollte das Mikrofon haben und ich wollte einen Titel singen. Ich hatte immer Instrumental-CDs dabei, es war Anfang der 90er. Da war es so, dass man eben, oder auch Mitte der 90er, da gab es die CD und auf der Single, auf der Maxi-CD waren 4, 5 Titel. Glücklicherweise war die zweite Version des Songs immer die Instrumental-Version oder Karaoke-Version und die habe ich immer dabei gehabt. Ich hatte immer 4, 5 CDs dabei mit meinen Lieblingssongs. Und die habe ich dann gesungen. Und da bin ich immer zum Achim zum Beispiel, im Live in Hechingen in der Disco. Und habe gesagt, Achim, ich würde heute Abend gerne noch einen singen. Mhm. Dann hat er mich immer schön zappeln lassen bis 1:30, 2:00. Und dann habe ich irgendwann einen gesungen. Und das war mein Traum, mein großer Wunsch. Ich habe an die Radiostation im Umkreis Demo-CDs geschickt, die ich aufgenommen habe. Ich habe bei meinen Eltern gejobbt, ich hatte eine Ausbildung, ich habe gejobbt und das Geld, was ich da verdient hatte oder über hatte, damit habe ich dann bei einem griechischen Produzenten, beim Chris, in Stuttgart Songs aufgenommen und die habe ich dann an Plattenfirmen geschickt, an Radiostationen. Ich wollte irgendwie es schaffen. Der hat immer an dich geglaubt, oder? Der Chris hat immer an mich geglaubt. Der Chris, der war auch davon überzeugt, dass er mit dir durchstartet. Chris hat immer gesagt, das kann was werden, das kann was werden. Ich habe den Chris leider nie, also ich habe den seit Jahrzehnten nicht gesehen. Also Chris Kay, bitte, wenn du das hörst, kontaktiere mich bitte über Instagram oder sonst. Also ich würde mich wirklich freuen, ihn zu sehen, weil ich habe bei Chris, habe ich immer meine Demos aufgenommen oder Sachen aufgenommen. Ich habe den dann irgendwann einfach nicht mehr gesehen und dann ging es dann los mit Handys und Co. Und dann haben wir uns aus den Augen verloren. Aber Fakt ist, ich und auch mein Umfeld, wir haben einfach alles dafür getan, um den Durchbruch zu schaffen. Und dann kam eben diese Chance mit Broses, das hat dann geklappt. Dann kam natürlich eine viel größere Karriere, als ich sie jemals mir erhofft hätte. Und dann war das dann wieder weg. Das war wirklich wie, ich habe mir was von Udo Jürgens angeschaut, ein wundervolles Interview von ihm. Er hat auch gesagt, wenn man einmal am süßen Honig genascht hat, an diesem Topf, und dann den wieder weggezogen bekommt, diesen Geschmack vergisst du nicht mehr. Und für mich war der süße Honig die Musikwelt. Ich wollte einfach weiter Musik machen für viele Menschen. Und diese 3 Jahre danach, ohne das erleben zu können, war für mich wirklich schwer. Und ich glaube, jeder Künstler, zumindest jeder, den ich kenne, keiner ist zu 100% unbekümmert und denkt, dass es für ihn ein Leben lang so weitergeht. Also die allergrößten nicht. Ich glaube, selbst dass Künstler wie ein Carpendale oder auch ein Roland Kaiser sich Gedanken darüber machen, wie geht es für mich weiter? Und die Zeichen der Zeit, so im Sinne von, oh, was ist denn das mit Streaming und Download? Die hören ja auch ständig von ihren Plattenfirmen, dass man jetzt die neuen Medien angehen muss und so. Das muss auch befremdlich sein. Für mich ist es jetzt schon befremdlich, dass ich mit Mitte 40 irgendwie dann, dass sie sagen, ja, wir müssen mehr Richtung Streaming gehen, mehr Richtung Download und irgendwie, das ist die neue Währung sozusagen. Ich möchte das nicht. Ich möchte eigentlich, dass die Menschen am liebsten sich noch was nach Hause holen, und zwar eine CD oder eine Schallplatte, und die dann aufmachen und lesen, was man darin geschrieben hat. Das finde ich viel, viel schöner. Und ich glaube, wir Künstler haben ständig die Angst, dass es morgen vorbei sein könnte, auf jeden Fall, ja. Mhm. Was für dich ja damals noch dazu kam, glaube ich, das war ja auch so die Anfangszeit mit Janaina. Mhm. Große Liebe. Ja, Gott sei Dank. Und ihr habt beide gemerkt, dass ihr zueinander gehört, dass ihr zusammen in die Zukunft gehen wollt. Und du warst da aber so im Tal. Ja. Wie sehr hat es denn wehgetan für Janaina? Und ich glaube, das steckt einfach in uns Männer drin, nicht der sein zu können, der du sein wolltest. Ja, meine größte Angst war es immer, dass ich in der Beziehung eigentlich noch besser sein könnte. Das dachte ich immer so, weil ich halt einfach dachte, ich glaube, dass ich immer versucht habe, der beste Mann für meine Frau zu sein, der ich sein kann. Aber ich war einfach zu der Zeit einfach auch mit meiner Situation, mit meiner Karriere beschäftigt, mit mir selbst auch. Und ich habe trotzdem gehofft, dass ich gut genug für sie bin. Und der Gedanke, nicht gut genug für sie sein zu können, hat mich einfach sehr beschäftigt und auch traurig gemacht, ja, auf jeden Fall. Und du konntest es aber, das hat dich nicht bitter gemacht, weil das Schlimmste ist ja dann, wenn einer sich dann total zurückzieht und so in der eigenen Bitternis versinkt, weil dann geht es ja wirklich schief. Also man führt nachher fast den Zustand, den man am meisten fürchtet, führt man herbei, weil man nicht mehr rauskommt. Nein, sowas nie. Also ich habe dann in der Zeit, wo ich dann allein war, habe ich mich mit diesen Dingen auseinandergesetzt, aber wenn wir dann zusammen waren, habe ich mich immer aufgerappelt und gesagt, komm, lass mich ein guter Partner für sie sein und verständnisvoll und zuhören und liebevoll. Ich habe mich dann, die Tiefs waren immer in der Zeit, wenn ich alleine war. Mhm. Janaina, wir haben es ja schon gesagt, war ja hier auch zu Besuch und sie hat total von dir geschwärmt. Und es fällt ja immer wieder der Begriff Team Zarella. Ja. Und ich glaube, das war ja damals schon so, dass ihr da dann gemeinsam durch die etwas dürreren Zeiten gegangen seid und dann auch die Erfolge des anderen wirklich genießen konntet. Ja. Viele schauen da von außen drauf und sagen, ist da nicht doch irgendwo Neid?
Wenn jetzt als Janaina vielleicht ein bisschen mehr Moderationsjobs dann zum Beispiel hatte und dann gesagt, ah, jetzt strahlt sie gerade ein bisschen mehr. Dann kommt Giovanni 2019 mit dem Album La Vita e Bella dann richtig aus der Kurve und schießt nach oben. War sie da dann nicht wieder ein bisschen neidisch? Hat das wirklich nie eine Rolle gespielt bei euch? Nein, also ich muss sagen, ich habe immer von meiner Frau hundertprozentige Liebe gespürt, hundertprozentiger Stolz auch auf mich und hundertprozentige Unterstützung. Also es war nie weniger. Und sie hat mich auf der Bühne, als wir uns kennengelernt haben, 2005 oder 2004 und auch 2005 dann zusammengezogen sind, geheiratet haben, hat sie mich genauso angehimmelt, auch in den Jahren 2008, 2009, 2010, wo eben dann an der Bühne vielleicht ein paar hundert nur standen, hat sie mich genauso angehimmelt und unterstützt wie heute, wenn da jetzt ein paar Millionen am Fernsehen zuschauen. Ich muss sagen, das hat sich nicht verändert. Sie war immer bei mir in der ersten Reihe dabei und war meine große Unterstützung. Und andersrum muss ich auch sagen, die einzige Sorge, die ich immer hatte, als in der Zeit, wo sie vielleicht mehr als ich gearbeitet hat, war, ich will ihr die Sicherheit geben können, dass wenn sie einfach nicht mehr möchte oder eine Pause machen möchte oder ein Kind haben möchte, dass sie das ohne Probleme machen kann. Und das war die einzige Sorge, die ich hatte. Meine Sorge war nie, oh, sie macht jetzt mehr als ich fühle mich jetzt nicht männlich genug oder so. Das ist völliger Blödsinn. Also wenn man das braucht, um Mann zu sein, dann ist man echt ein kleiner Mann. Mhm. Also für mein Problem war immer dieses, ich will ihr die Sicherheit geben, du kannst dich auf mich verlassen. Wenn du einen Stecker ziehen willst und sagst, hey, ich will einfach mal jetzt mal ein Jahr gar nichts machen oder zwei oder ich möchte, keine Ahnung was, mir eine Auszeit nehmen, dann kannst du das auch. Und diese Sicherheit wollte ich ihr geben. Und ich hatte manchmal das Gefühl nicht, dass ich ihr die Sicherheit geben konnte, weil ich einfach nicht, ja, weil ich einfach in dieser Zeit steckte, in der einfach mein Name nicht so gefragt war. Da hat aber natürlich geholfen, dass Janaina ja nicht den Zarella geheiratet hat, sondern die Zarellas. Das stimmt. Bei uns gibt es nur alle zusammen, die Zarellas. Eben. Und das war dann natürlich schon ein richtig gutes Fundament, das er bis heute hält und trägt. Da hat Janaina schwer geschwärmt. Ja, wir lieben Janaina alle wirklich sehr. Also abgesehen von mir natürlich als ihr Mann. Aber meine ganze Familie hat sich damals in Janaina verliebt. Und sie liebt auch die ganze Familie. Also sie sagt immer, mein Papa ist ein absoluter Traum, ihn als Papa zu haben. Meine Mama ist für sie wie eine gute Freundin. Mit meinen Geschwistern hat sie auch weitere zwei Geschwister bekommen. Wir sind wirklich eine sehr, sehr, sehr eng verbundene Familie, die sich sehr liebt, sehr unterstützt, die hilft aneinander oder miteinander an den Träumen der anderen zu bauen. Und meine Eltern haben sehr, sehr früh gemerkt, meine Familie hat sehr früh gemerkt, wie wichtig meine Frau für mich ist. Und sie war sofort willkommen. Also Janaina ist auch ein sehr herzlicher Mensch. Es fällt ihr nicht schwer, sich in eine Familie einzuleben. Also die Mama hat nie irgendwie den Impuls gehabt, die Neue wegzubeißen, weil sich die Hierarchie in der Familie verschoben hat. Nein. Meine Mama hat sich total gefreut, Janaina kennenzulernen. Janaina hat auch einfach du hast sie ja selbst kennengelernt, eine Fröhlichkeit, bringt ein großes Lachen mit und viel Liebe. Und nein, die haben sich alle unglaublich gefreut. Und ab der ersten Sekunde war das so... Es musste so sein. Du, bei uns, es läuft nicht nur rund die ganze Zeit, das ist ganz klar. Aber wir versuchen einfach immer aus allem das Beste zu machen. Ich glaube, das ist unser Rezept. Mhm. Jetzt hatten wir ja, als Janaina da war, hast du eine kleine Grußbotschaft hier ins Studio geschickt, damit sie sich auch gleich daheim fühlt und weiß, dass du ihren Besuch in die Heimat auch gut findest. Jetzt hätte man natürlich Janaina auch bitten können, ein paar Grußworte zu sprechen. Ich hatte dann aber ein bisschen die Angst, dass sie dir dann nur die aktuelle Einkaufsliste durchgibt. Oder das macht sie so gerne und so oft. Und auch so eine kleine To-Do-Liste. Damit hätte man natürlich nicht viel anfangen. Wenn ich diese Listen bekomme, ich sag's dir, da werde ich wahnsinnig. Mhm. Aber ich glaube, du kannst sehr schlecht Nein sagen, oder? Ich kann gar nicht Nein sagen. Du machst es dann brav. Ich kann gar nicht Nein sagen. Und um dich da zu schützen, haben wir jetzt nicht Janaina angefragt. Dankeschön. Für einen kleinen Gruß hier in die grüne Stube. Aber wenn du den Ohrstöpsel... Jetzt bin ich aber sehr gespannt. Ist nicht Janaina? Es ist nicht Janaina. Dann ist es ein Musikkollege wahrscheinlich oder eine Musikkollegin. Nein, es ist kein Musikkollege. Aber es ist jemand... Ach komm, wir schauen es uns einfach an. Oh, ich bin so gespannt. Oder? Bitteschön, extra für dich. Nein, ist Giovanni, das geil. Man hat mich gebeten, etwas Freundliches über dich zu sagen, was mir nicht schwer fällt. Und ich weiß, du schätzt mein Wirken, denn du wärst sofort bereit, die Fanclub-Leitung südlich der Alpen für mich zu übernehmen. Aber
Man ist natürlich, was den Nachwuchs betrifft, erst dann überzeugt, der macht das prima und dann denkt man, verdammt nochmal, wozu braucht's Nachwuchs, solange es mich noch gibt. Ich habe das gemerkt, als man mich dem Kollegen Kuhnkampf damals vorgestellt hat. Ich habe gedacht, der wird sich wahnsinnig freuen, weil ich sein größter Fan bin. Der hat sich überhaupt nicht gefreut, weil er gesagt hat, ich brauche keinen Nachwuchs, ich mache das selber noch ganz gut. Du bist zweifelsohne das, was man meinen Nachwuchs nennt. Du machst heute das, was ich vor 20 Jahren gemacht hatte. Wow. Ich muss sagen, das Geschäft hat sich sehr verändert. Und ich höre immer in allen möglichen Gesellschaftsmagazinen, wie sich Influencerinnen furchtbar über ihren Job beschweren. Tu mir das bitte nie an, beschwer dich nie über deinen Job. Wir wissen, dass das, was wir machen, nicht jedermann gefallen kann. Aber wir haben den besten Job der Welt. Also jammer nicht, wenn irgendjemand dich hatet oder in irgendeiner Form dich disst. Das gehört einfach dazu. Mach weiter so. Solange du das Gefühl hast, ich gebe mein Bestes und solange deine Bosse mit dir zufrieden sind, solange ist alles in Ordnung. Mehr ist in diesem Geschäft nicht zu holen. Und dass du das holst, was möglich ist, das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Boah. Dein Thomas. Boah, das ist... Thomas Gottschalk war sofort bereit, wirklich? Dich hier zu grüßen. Oh, ist wirklich. Schön. Das wir haben gesagt, mach 30 Sekunden, jetzt waren es anderthalb Minuten. Ein echter Gottschalk natürlich, was das Überziehen angeht. Ja, der immer. Thomas darf auch. Ich habe auch bei meiner ersten Show gesagt, bitte nicht zu lange klatschen. Ich bin nicht Gottschalk, ich darf nicht überziehen. Also, zu Thomas... Für mich ist er der Größte. Also ich glaube nicht nur für mich, ich glaube für unsere ganze Generation. Ich habe eine große Ehrfurcht vor ihm gehabt, vor allem auch immer. Die hat er mir ein bisschen genommen. Ich durfte mal etwas moderieren. Das war eine Benefizgala. Er war der Hauptmoderator. Ich habe aus einem Nebengebäude moderiert. Es war für einen guten Zweck. Und da hat er mir schon gesagt, dass ich das sehr, sehr gut mache. Und er denkt, dass ich noch eine sehr, sehr lange und erfolgreiche Karriere vor mir habe. Das war vor... 3-4 Jahren. Das war noch bevor mein erstes Album so eingeschlagen hat. Und dachte schon, komm, ich hoffe nur, meine Angst war immer, dass es niemand sieht oder dass man nicht die Möglichkeit hat, es zu beweisen. Ja. Und ich habe vor Thomas, also Thomas kann und wird nie einer ersetzen. Der ist einfach wirklich der Größte. Und wäre auch der größte Fehler, glaube ich, zu versuchen, genau das, der Gottschalk das, zu werden. Genau das, weil ja, wie er gesagt hat, die Presse und egal wer, die versuchen dann so, ja, ist er sein Nachfolger. Nachfolger vom Thomas gibt es nicht, Punkt aus. Thomas ist einzigartig in dem, was er tut und wird es auch immer sein. Und Wetten, dass erst letztes Jahr wieder hat es auch wieder bewiesen mit diesen Zuschauern. Das ist auch ein ganz großer einfach Anteil von ihm. Aber man kann sich bei ihm ganz, ganz viel abschauen. Und ich höre mir seine Sachen genau an, die er sagt. Er hat mir wirklich auch ganz tolle Ratschläge gegeben, was er jetzt eben hier auch gesagt hat. Versuch es einfach nicht allen recht zu machen. Kannst du sowieso nicht. Sei einfach für dich selbst der Beste. So Dinge hat er mir auch schon in One-on-One-Situationen gesagt, wo wir miteinander gesprochen haben, während der Sendung auch. Letztes Jahr in der Hitparade war ich bei ihm zu Gast. Und da ist, ich glaube, der Kaiser dann aufgetreten. Und dann hat er mich nochmal zur Seite genommen und mir gesagt, dass er mir das Beste wünscht und dass es wirklich... sicherlich ganz großartig wird. Und ich saug das auf. Ich habe mir seine Generalprobe damals angeschaut, komplett bei der Du hast die Außenwette moderiert beim großen Wetten, dass Revival. Du konntest also ihn beobachten und das aufsaugen. Und ich mache das auch, weil das ist auch ein Vorbild. Also Thomas ist einfach ein Vorbild. Und wenn er dann seine Generalprobe macht, dann guckst du dir das schon genau an. Wie spricht er mit den Kollegen? Was kommt von ihm selbst? Was gibt er noch an Input? Was möchte er gern anders haben? Wie weit kann man da irgendwie Einfluss nehmen? Also ich bin jetzt auch schon länger dabei, 21 Jahre, aber trotzdem A, lernt man nie aus, egal in welchem Beruf, und B, ist er einfach der Größte. Und da guckt man einfach genau hin. Und dass er sich jetzt hier... ja gar nicht groß breitschlagen lassen muss, um was zu sagen zu mir. Das freut mich riesig, also wirklich riesig. Ich hätte mich jetzt auch über ein Video von meiner Frau gefreut. Amore, verzeih mir. Heute habe ich mich ein bisschen mehr über Thomas gefreut. Naja, war wirklich, wirklich großartig. Also die Wertschätzung ist groß und er weiß natürlich, dass du ein ganz anderer Typ bist als er. Und ich glaube, bei Thomas Gottschalk sagt man ja so, der redet in der Garderobe genauso wie dann 5 Meter weiter, wenn er die Showtreppe runtergekommen ist. Das ist das Größte. Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche. Nee, gerne. Das ist das Allerschwerste. Das ist die größte Kunst. Wir sind auch bei Wetten, dass danach zu ihm in die Garderobe noch gegangen und saßen da noch mal eine Stunde zusammen und er spricht dort genau wie vor der Kamera. Das ist das Allerschwerste. Man denkt es gar nicht. Man denkt eigentlich, Moderator oder irgendwie jemand, der vor der Kamera ist, du musst ja einfach nur so sein, wie du bist. Nein. Du möchtest gern so sein, wie du bist, aber die Kamera geht an und du erwischst dich dabei, wie du plötzlich schon, ich habe dich auch gerade vorher schon beobachtet, wie du dich extra gerade hinsetzt, weil man denkt sich so, oh, hier ist ja eine Kamera und dann mache ich einen blöden Rücken und ich möchte mich ganz besonders ausdrücken und ich möchte, dass die Leute da draußen sehen, dass ich einen großen Wortschatz habe und dass ich unglaublich smart, intelligent und clever bin. Man möchte 100 Sachen machen,
die man aber eigentlich so im normalen Leben gar nicht, im Gespräch gar nicht machen würde. Und das aber vor der Kamera zu schaffen, so wie man so zu Hause am Wohnzimmertisch wäre, ja, das ist die große, große Kunst. Und bei ihm ist es so. Er spricht mit dir, mit mir, genauso wie mit der Dame aus der Bäckerei, aber auch genauso wie mit Brad Pitt. Das ist die große Kunst bei ihm. Er spricht mit jedem gleich, mit so einer Lässigkeit, mit einer Coolness, mit einer Lockerheit, ohne aber respektlos zu werden. Und hat aber dann trotzdem noch das coole Verhalten. Ja, was haben wir hier denn? Ach ja, hier hätte ich ja noch Ding machen sollen, habe ich jetzt vergessen, ist ja nicht schlimm. Den Fehler einfach so mit reinzunehmen, die Moderation, es ist unfassbar. Also man kann das nur als Beispiel nehmen, sich das angucken und versuchen, was aufzusaugen. Er hat ja gerade auch gesagt, der Umgang mit Kritik. Ja. Nicht versuchen, jedem zu gefallen. Vielleicht berechtigte Kritik auch anzunehmen. Ich nehme an, du wirst einen Kreis von Menschen haben, denen du zuhörst. Ja, wenn die Fall irgendwie sagen, Giovanni, in der Situation, keine Ahnung, war es zu hektisch. Oder ich weiß es nicht, mir ist nichts aufgefallen, was mir jetzt bei dir da nicht gefallen hätte. Aber es gibt natürlich immer noch irgendwas, was man besser machen kann. In jeder Show, in jedem Talk. Aber dass man nicht, es ist ja mittlerweile so, die Hater, die Empörungskultur, die wir mittlerweile haben in Deutschland, ob du Sportmoderator bist oder Radiomoderator oder eben auf der mega großen Bühne stehst, jeder darf ja draufhauen und jeder darf da seinen Kopf leeren. Wie gehst du da vor? Was liest du nicht? Wo schottest du dich auch ganz bewusst ab? Ich lese zu viel, glaube ich. Also, wenn ich mir anschaue, wie Thomas es macht, sicherlich, dem ist es wahrscheinlich völlig egal. Ich lese es auch, weil ich das Feedback auf die Sendung lesen möchte. Wie kam die Sendung an? Was kam besonders gut an? Wo muss man nochmal ran oder was verändern? Was macht man vielleicht gar nicht mehr? Und natürlich ist es dann so, wenn du über diese Dinge fliegst, im Zusammenhang mit der Sendung, natürlich wirst du auch mit Kritik konfrontiert. Das ist ganz normal. An dir, an der Sendung, an dem, was innerhalb der Show passiert, das ist ganz normal. Bisher, wie du gesagt hast, eben hatte ich das große Glück, die Sendung kam bisher wirklich unglaublich gut an. Also wir hatten bisher im September, November 4 Sendungen bisher und die Kritik darauf ist wirklich einfach sehr, sehr schön, sehr positiv gewesen, glücklicherweise. Das wird sicherlich auch sich noch ändern. Es wird sicherlich Momente geben, wo Menschen sagen, ja, hier, das war nicht so gut, kann man besser machen, warum der? Das wird sicherlich kommen. Aber mit der Wiederholung, mit den Wiederholen der Sendungen, mit der Häufigkeit kommt dann eben auch die Gelassenheit noch mehr. Und dass man weiß, hier ist jemand, der hinter mir steht. Und das Wissen habe ich. Ich weiß, dass mein Sender hinter mir steht. Mein Unterhaltungschef, meine Produktionsfirma, die das Ganze macht, meine Band, die mit mir auf der Bühne steht, meine Choreografen, die stehen alle hinter mir. Wirklich wie der Fels in der Brandung. Und genau da stehe ich auch hinter denen. Und es ist wirklich schwer, da was dazwischen zu bekommen. Es gibt ja zwei so Entwicklungen. Zum einen ist die Gesellschaft ja bereit, sehr schnell Leute auf den Schild zu heben und sagen, Giovanni Zarrella, finde ich auch super. Und dann beginnt ja manchmal was, dass man so langsam dann auch wieder so ein bisschen dran sägt. Und sagt, wieder ein bisschen. Bei der letzten Show war er aber ein bisschen, oder? Da sah er aber frischer aus. Und da war er irgendwie doch noch ein bisschen smarter. Das ist leider was dann passiert. Das ist aber eingepreist. Und ich hoffe, du bist da auch drauf vorbereitet. Ja, bin ich schon. Also ich habe die beste Schule, die ich hatte, war tatsächlich die Zeit mit Broses. Wir waren eine Castingband und Casting war irgendwann, weil es totgetrampelt wurde, nicht mehr angesehen. Also es gab die No Angels vor uns und dann kamen wir. Solange war noch alles gut. Im Jahr darauf ging dann die große Welle los mit DSDS, Star Search. Jeder Sender hatte dann auf einmal sein Castingformat, Fame Academy, alle möglichen. Und dann wurde Casting plötzlich zu etwas Negativem. Also dann hieß es plötzlich von Radiostationen, von TV-Sendern, nee, Castingkünstler. Radiostationen hatten wir ganz klar Commitment von vielen, wir spielen keine Casting-Acts. Das war ganz, ganz einfach offen gesagt. Also nicht jetzt alle, aber viele. Und nee, bei dem Preis werden Castingkünstler nicht berücksichtigt. So Sachen kamen dann. Ich wusste schon damit umzugehen, früh, was es bedeutet. Außerdem bin ich ein Gastronomenkind. Und die Gastronomie ist wirklich die härteste und beste Schule, um sich ein wirklich dickes Fell anzueignen. Also es ist wirklich, weil mit dem Essen ist es wie mit der Kunst. Es gibt einfach verschiedene Meinungen. Du kannst nicht sagen, du kannst keine Pizza rausbringen und sagen, die schmeckt 100% jedem. Es gibt derjenige, der sagt, die ist mir zu verbrannt, die ist mir zu roh.
der Thunfisch schmeckt irgendwie komisch, die Salami, wo hast denn die her, ist die vom Discounter. Mhm. Es gibt, also bei jeder Pizza kann ich dir 10 Kriterien sagen, warum jemand sie wieder zurückgehen lässt, nur ein Stückchen abbeißt und zurückgehen lässt. Und du musst einfach nicken und sagen, ja, obwohl du sie selber lecker findest und sie sofort aufessen würdest. Die Gastronomie, die Hotellerie, so Jobs, wo du One-on-One-Situationen hast mit Menschen, die dich kritisieren können an der Arbeit. Das Hotel, Zimmer ist zu kalt, Bett ist zu hart oder zu weich, egal was. Also so Jobs, wo du halt konfrontiert wirst mit persönlichen Belangen, musst du ein dickes Fell haben und auch Verständnis. Und das ist ein Weg, den habe ich gelernt. Meine Eltern kamen in ein Land schon als ausgewachsene Kinder, sage ich mal, ohne ein Wort des Landes, der Sprache zu sprechen, ohne eine Ausbildung gemacht zu haben, ohne überhaupt zu wissen, wie es weitergeht. Meine Mama, als sie nach Deutschland kam, der Papa war schon 2-3 Jahre hier. An Weihnachten ging der zurück nach Italien, der Rest des Jahres war der hier. Meine Mama hat ihren Papa 330, 340 Tage im Jahr nicht gesehen, weil der hier schon mal angefangen hat, Fuß zu fassen. Und dann kam sie nach. Als irgendwie das Feld bestellt war, hat der Opa gesagt, der Nonno, jetzt könnt ihr kommen. Und dann kamen sie in ein Land, wo man eigentlich nicht wusste, was passiert mit uns. Was ich aber sagen muss, und sagen meine Eltern immer, ist, dass Deutschland einfach unglaublich gut zu ihnen war. Also das heißt, sie mussten viel arbeiten, sie mussten hart arbeiten, aber sie haben auch einfach eine faire Chance bekommen. Und dafür sind sie ein Leben lang dankbar, dafür sind wir alle dankbar. Und ich glaube, unter dieser Dankbarkeit verzeiht man dann eben auch mal, wenn ein Gast einen falschen Ton anbringt. Ich muss auch sagen, ich habe auch von meinen Eltern da gelernt, also dieses Verständnis haben. Weißt du, mein Papa sagt dann so, Jova, vielleicht hat er einen schlechten Tag. Wir wissen nicht, was bei dem los war heute. Weißt du, dann sage ich, ja, vielleicht hast du recht, Papa. Vielleicht hat er irgendwie wirklich Probleme zu Hause oder ist irgendwas passiert mit den Kindern, mit der Frau, bei der Arbeit, man weiß es nicht. Aber ich glaube trotzdem, dass man immer in einem vernünftigen Ton miteinander sprechen kann. Aber wie gesagt, meine Eltern haben dann vielleicht doch ein bisschen mehr geschluckt, weil sie wussten, wo sie herkommen und was jetzt für ein Privileg ist, jetzt es geschafft zu haben, die Kinder ernähren zu können mit einer gewissen Ruhe. Ich finde es auch ganz schön, dass du sagst, eigentlich bin ich kein Moderator im Fernsehen, ich bin Gastgeber. Und das ist das, was ich gelernt habe bei den Eltern im Restaurant. Leute kommen zu mir und ich mache ihnen eine gute Zeit. Und die sollen sich bei mir wohlfühlen. Also kein Moderationskonzept. Wir haben es am Anfang gesagt, ich habe dich gefragt, welche Frage möchtest du nicht hören? Da hast du gesagt, es gibt so Talkshows auch, wo man ein bisschen Angst haben muss, dass man irgendwo hingelockt wird, um dann direkt in der Pfanne zu landen. Mhm. Das wäre nie dein Stil. Nein, das kann ich dir garantieren. Das würde mir nie passieren. Also heute nicht. Und auch wenn ich die Show in 30 Jahren noch mal moderieren dürfte, würde es mir nie passieren, dass ich versuchen würde, einen Gast absichtlich schlecht aussehen zu lassen, nur damit ich eine Stunde danach eine Schlagzeile einfach eine mediale große Schlagzeile habe für meine Sendung. Das kann mir nicht passieren, weil ich würde es auch nicht wollen, dass es mir passiert. Ich würde es jemandem nicht antun wollen, auf dessen Karriere, auf dessen Kosten, auf dessen Kopf eine Schlagzeile für meine Show zu haben. Das darf man nicht machen. Das macht man nicht. Das ist total unschön und auch unmenschlich ein Stück weit. Und das würde jemandem bei mir nicht passieren. Deswegen bin ich auch so enttäuscht, wenn es dann jemand bei mir versucht. Man spürt es, wenn es passiert. Man spürt es. Es ist nicht so, dass die Menschen sind nicht dumm. Man spürt, wenn jemand das macht und denkt, hey, das bringt mir jetzt was. Was mit dem ist, ist mir eigentlich egal. Aber Hauptsache, mir hilft es. Das kann nicht passieren. Und wie du gesagt hast, ich bin kein gelernter Moderator. Ich weiß aber, was sich gehört als Gastgeber. Weißt, und egal, ob im Restaurant oder in einer Show. Ich möchte, dass der Gast das erzählen darf, was er möchte, darüber sprechen darf, über das, was er möchte und auch den Menschen das zeigen darf, für was er da ist. Er möchte seine Kunst zeigen, seine Musik. Und wenn er erzählen möchte, dass er bald auf Tour geht, dann ist es sein Recht, das bei mir zu tun, weil er eben auch dieses Sprachrohr braucht, vor allem in der jetzigen Zeit, wo alle so drunter gelitten haben, nicht raus zu können, müssen sie einfach erzählen können, hey, hier ist mein Album, hier ist meine Tour, weißt du, und bald geht's wieder los bei mir. Und wenn bei euch im Restaurant der Rotwein mal zu warm war, dann hat dein Papa angefangen zu singen und so machst du es ja im Prinzip auch. Du kannst in deiner Show natürlich jederzeit dann auch sagen, so, und damit ihr euch richtig wohlfühlt, singe ich jetzt mal. Also du kannst alles einbringen, was damals auch schon funktioniert hat. Schon und auch cool. Alles, was ich mir vom Papa abgeschaut habe. Ne, Papa war immer schon echt ein großer Entertainer. Mhm. Du wirst auch als Gastronom, vor allem so wie Papa das gemacht hat, Papa konnte ja kein Deutsch richtig. Der hatte nur ein paar Satzteile gehabt, nur ein paar Brocken. Der musste einfach viel über Schauspiel machen, über Singen, über Lachen, über ein bisschen mit Zeichensprache. Der musste einfach ein großer Entertainer sein und das hat er großartig gemacht. Aber das war natürlich auch das, ich weiß noch, wir sind früher mit der Familie
immer zum Italiener gegangen. Warum? Mhm. Weil wir uns da wahnsinnig wohlgefühlt haben. Natürlich hat das Essen toll geschmeckt, klar. Aber es war der Italienurlaub, es war das italienische Restaurant. Da ist schon eine große Affinität da. Und deshalb hat es mich fast gewundert, dass du bis 2019 gebraucht hast, um zu erkennen, ich kann euer Italiener sein, der euch die Musik bringt, der euch diese Emotion bringt und auch dieses Lebensgefühl. Warum hat es nicht früher funktioniert? Du hast total recht. Funktioniert? Du hast das, ich dachte jetzt gerade, du sagst diesen einen Begriff, der auch so beliebt ist, der Lieblingsitaliener. Ja? Also jeder hat ja so ein bisschen sein, ach, wir gehen gern zum Franco essen, das ist unser Lieblingsitaliener. Ja. Alleine schon, dass der Deutsche sagt, dass er einen Lieblingsitaliener hat, das ist schon eine enge Verbindung. Mhm. Weißt, ich mag die Italiener, aber der ist mir der Liebste. Weißt, da gehe ich unglaublich gerne hin. Das zeigt schon, wie eng die Verbindung zwischen diesen beiden Ländern ist. Ehrlich gesagt, ich wollte immer Musik machen. Ich wollte immer auf die Bühne. Mir hat manchmal nur vielleicht gefehlt, mit was ich gehe, mit dem Inhalt, mit was gehe ich da raus. Und man ist natürlich durch ganz, ganz viele Meinungen und Menschen aus der Branche auch ein bisschen verdorben, weil der eine sagt, nee, du klingst in Deutsch auf besten, und der andere sagt, nee, du kamst ja mit Prozis auf Englisch, du solltest Englisch weitermachen. Natürlich. Und dann hast du so ganz, ganz viele Meinungen und daraus versuchst du so deinen Salat zu machen. Ich habe auch schon Italienisch gesungen, also 2008 auf einer Platte. Habe ich auch schon bei Wundervoll, bei dem Song auch Italienisch und Deutsch schon gesungen. Also beide Sprachen gepaart. Und auch da auf der Platte hatte ich schon Songs, die nur Italienisch waren. Nur damals haben es eben nicht so viele gehört, weil es halt noch eine Zeit war, wo meine Musik halt noch nicht so gefragt war. Ja. Aber da hat dann alles gepasst. Diesmal hat alles gepasst. Und auch der Zeitpunkt muss ja manchmal alles zusammenkommen. Ich habe mich das halt nur gefragt, eigentlich das Erfolgsrezept ist... Ja. Ist genial, aber jetzt auch nicht so, dass man Raketenwissenschaft studiert haben muss, um drauf zu kommen. Also, dass man sagt, man hat bekannte Schlager oder auch Pop-Songs, die einfach richtig gut sind. Und du gibst denen dann was ganz Neues und diesen italienischen Charme noch dazu. Ich bin echt halt unglaublich dankbar dafür, dass es so gekommen ist, weil, wie du eben sagst, es ist keine Raketenwissenschaft. Weißt, aber ich glaube, dass, ich meine, wenn jetzt jemand sagt, hey, pass auf, du singst jetzt große deutsche Hits auf Italienisch und verkaufst damit 500.000 Alben. Und dann sagst du, erzähl mir einen anderen Gag, weißt du, aber 500.000 Platten verkaufen, nur weil jetzt der Song plötzlich italienisch ist, warum sollen die Leute sich den nochmal kaufen? Ich habe mich 1000 Sachen gefragt. Ich habe mich auch gefragt, erstmal hatten wir die Idee. Und die hatten mein Produzent und ich, Christian und ich. Und dann haben wir losgelegt und dann kam erst Euphorie. Und dann kam auch Zweifel. Dann kam auch dieses... Was ist, wenn die Interpreten selbst es blöd finden, dass ich jetzt deren Songs anpacke? Mhm. Was ist, wenn die Fans sagen, lass die Songs doch so, wie die sind, warum musst du die jetzt ändern? Ne? Dann, warum machst du keine eigenen Titel? Auf einmal fängst du an, dir auch so ein Szenario aufzubauen, was jetzt alles an Kritik kommen könnte. Das alles hatte ich mir aufgebaut bis in die erste Chartwoche. Als ich dann gesehen habe, wie es draußen funktioniert, da war ich natürlich, es hat mich umgeworfen, wirklich das Feedback zu bekommen. Und ich glaube, das Geheimnis daran ist, man hat es mir einfach geglaubt. Wenn ich sage, ich singe Lieder aus den beiden Ländern, Italien und Deutschland, oder mit den beiden, mit der Sprache und dem Inhalt des Landes, in dem ich groß geworden bin, weil ich diese beiden Länder liebe und auch nach diesen Kulturen letztendlich meine Kinder großziehe, weil ich gar nicht sagen kann, wie viel Prozent ist Italien, wie viel ist Deutschland, dann glaubt man mir das. Und wenn man jemandem etwas glaubt, ist das eine unglaublich gute Voraussetzung dafür, dass man ihm auch zumindest mal zuhört. Du hast damals gesagt, oder hast heute auch nochmal gesagt, du hattest immer die Angst, dass du es nicht zeigen darfst. Ja, das war meine größte Angst. Du weißt, dass du es kannst und du hast die Leidenschaft und du hattest die Angst, dass du es nicht zeigen darfst. Jetzt darfst du es zeigen. Schlagen wir nochmal den Bogen. Wir haben vorher auch über Ängste gesprochen, die so ein bisschen aus dieser nicht erfolgreichen Zeit kamen. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass du immer noch Angst hast, dass das, du hast nämlich gerade die entscheidende Frage gestellt. Gut, jetzt haben sie es einmal, fanden sie es toll, aber warum sollen sie es denn beim nächsten Mal wieder toll finden? Jetzt waren 4 Shows im ZDF erfolgreich, aber warum sollen denn die 5. auch so? Kannst du dich da mittlerweile ein bisschen selber einnorden, dass dich das nicht immer wieder runterzieht? Also ich genieße es jetzt. Ja? Ich genieße es jetzt. Diese Zweifel, die sind nie weg. Aber jetzt genieße ich es. Davor habe ich dazwischen die Zeit nicht genossen, weil ich nur Stress hatte. Jetzt genieße ich es, aber ich weiß auch trotzdem immer wieder, es kann trotzdem sein, dass es nicht weitergeht. Aber jetzt ist es anders. Jetzt ist es so, dass ich mir sage,
Davor war es so, ich hatte Angst, dass es vorbei ist, weil ich das Gefühl hatte, ich habe es noch nicht so gemacht, wie ich es wollte. Ja. Jetzt ist so, ich sage, wenn keiner mehr was von dir wollen würde, dann habe ich wirklich was Tolles erlebt. Jetzt ist es so. Vorher hatte ich das Gefühl von, ich will doch noch so viel machen jetzt, weißt du? Und jetzt ist es eher so, dass ich sage, ja, wenn es jetzt vorbei wäre, würde ich es akzeptieren, weil ich sage, ich durfte wirklich, wirklich schöne Sachen machen, erleben in meinem Job. Und dann wäre es halt eben so. Also ich würde sicherlich nicht locker lassen und ich würde sicherlich nicht einfach, es einfach nur akzeptieren, aber ich würde auch wissen, Mensch, du hast auch schon einfach verdammt viel Glück gehabt. Mhm. Also das muss man auch sagen. Also natürlich gehört Arbeit dazu, aber es ist auch einfach viel Glück von Tausenden von Menschen, die diesen Beruf machen wollen, genau dann zu dem kleinen Kreis gehören zu dürfen, die es machen dürfen. Und das ist einfach auch ein großer Grund, demütig zu sein. Mhm. Da fragt der Schwab jetzt natürlich, muss noch schaffen oder langt es schon hin? Ich muss schaffen noch. Muss schaffen, ja klar. Ehrlich. Direkt, wenn wir fertig sind, Hanna, geht es schon weiter. Aber weißt du, vom Ding her, klar. Vom Ding her, muss noch. Ich muss noch. Denkt man ja immer. Nein, ich muss noch. ZDF-Show. Nein, es langt jetzt. Schallblattende, kannst du auslaufen lassen. Nein. Da verdienen alle mit. Wir sind froh. Ja. Wir sind froh, wenn es weitergeht. Giovanni, ich glaube, jetzt schmeißen Sie uns hier bald raus. Machst du das, oder? Ja, ich glaube schon. Ist schon rum. Ja, ist schon ist gleich rum. Und du hast ja gesagt, musst noch weiter schaffen. Ich muss weiter schaffen. Ich muss ja weiter schaffen. Ich hab gedacht, es langt schon. Ich will, aber ich muss auch. Mach weiter so. Danke. Und schau mal wieder vorbei. Es ist mir immer ein Riesenvergnügen. Vielen Dank. Einfach Spaß. Danke dir. Es hat Spaß gemacht mit dir. Und danke nochmal mit der Überraschung, mit dem lieben Gruß vom Thomas. War eine schöne Sache. Wie gesagt, wir mussten ihn nicht lange bitten, gar nicht. Einfach nur, Giovanni kommt, zack, war's da. Schön. Grazie. Weiter so.